Hallo zusammen, Eizocke hier. Falls ihr mich mal live sehen wollt, schaut in die Kommentare, da findet ihr den Link zu meinem Twitch-Kanal. In diesem Video zeige ich euch die Quest Ovnorf der Vernarbte, anzunehmen bei Hochmeister Adelard in der Weißkrone an dieser Position, also in diesem Zelt. Ich nehme die Quest auf während des Patches 9.2.7. Das Video sollte euch aber auch helfen in VODLK Classic. Außerdem ist mein Charakter zu hoch für dieses Gebiet, heißt also, ich besiege den Gegner mit einem Schlag. Sollte aber nichts an der Quests ändern. Der Weg ins Questgebiet dauert jetzt ein bisschen, deshalb gibt es jetzt von mir eine kurze Unterbrechung. Und wir sehen uns gleich wieder mit weiteren Infos. Bis gleich! Da bin ich auch schon wieder. Also man muss vom Argentum-Turnier aus hier hinfliegen, auf dieses Schiff, und da muss man das Quest-Item benutzen, was man mitbekommen hat. Ihr erbeutetes Banner der Qualdir, neben der Quest zu finden und auch im Inventar, einfach benutzen. Und jetzt erscheint Ovnorf der Verderbte. Wie gesagt, ich besiege ihn mit einem Schlag. Die Quest ist bereit zur Abgabe. Und zeige ich euch noch, wo und bei wem man diese Quest abgibt. Solltet ihr das schon wissen, wäre es cool von euch, wenn ihr das Video dennoch zum Ende laufen lasst. Das würde meinem Kanal sehr helfen. Also, bis gleich. Gleich bin ich beim NPC. Also die Flüge dauern schon ziemlich lang. Kann ich euch helfen? Quest ist abzugeben bei Hochmeister Adelard. Schönen Tag. In der Weißkrone, an dieser Position. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Und nicht vergessen in den Kommentaren Link zu meinem Twitch-Kanal. Ich freue mich auf euch. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao.